Freunde, wir haben uns heute mal einen tollen Kranz gestaltet mit Strasssteinchen und ihr seht ja gerade mit Sonnenblumen und Bienchen und wir zeigen euch mal, wo wir das her haben und wie wir das gemacht haben. Viel Spaß! Heute möchte ich dann endlich mit meinem schönen sommerlichen Kranz anfangen. Ja, es ist noch Winter, aber wir bereiten uns ja schon wieder vor auf den Sommer. Es ist zwar noch nicht mal richtig Weihnachten, aber man muss ja schon mal an den nächsten Sommer denken und es dauert ja auch alles eine Weile, ehe man das gelegt hat. Ich fange dann jetzt an mit meinem schönen Bienchen-Sonnenblumenkranz und mache mir erstmal meine Steinchen hier vorbereiten. Sonnenblumen hinten Weihnachtsengel, ja, das passt. Ja, in dem Set ist natürlich alles wieder drin, was man braucht an Steinchen, wieder in so einen Stift zum Legen. Ich fange jetzt an mit der 2, weil die jetzt hier diese großen Sonnenblumen, die 2 ist nun mal am meisten. Das suche ich mir dann eigentlich immer aus. Eigentlich fange ich immer mit den großen Steinchen an, ist ja jetzt gelogen, was ich sage. Aber hier die 2, das ist eben die meiste Fläche. Und wenn ich an die großen Steinchen da ran will, damit ich da nicht irgendwo ranfasse jetzt, fange ich halt mit der 2 an und dann packe ich mir das immer schön hier so beiseite, dass man gut rankommt und dann kann man zack, zack immer lang hinlegen. Wenn man macht die jetzt so lange, bis sie fertig ist, nach jedem Stein sagt die immer zack, 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 zack. Wenn du durch die Wohnung gehst, hörst du immer zack, zack, zack. Quatsch, ich gucke ja eigentlich dabei, also höre dabei Fernsehen, gucken geht ja nicht. Du guckst ja eigentlich hier immer drauf und sagst eigentlich immer, du guckst ja Fernsehen, nee, machst du nicht, du hörst. Zack, zack. Könnte auch ein Hörspiel sein, zack, was ich mir anhöre. Und da merke ich nicht mal, wie die Zeit vergeht. Also da sitze ich beim Fernsehen, der Fernseher muss an sein, irgendwas muss mich ein bisschen zulabern. Früher hat man dafür Radios genommen. Früher hat man dafür Radios genommen, ja. Kannst du auch ein Lied singen immer oder so, aber das hält sich ja nicht so lange durch, wie ich hier lege. So wird dann jetzt hier immer lang hin, die Farben. Ich zeige euch dann in ein paar Stunden, wie weit ich gekommen bin. Wenn du denn noch reden kannst nach dem Zack, Zack, Zack. Immer lang hin. So ihr Lieben, kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt alles fertig, was so mit Gelb gemacht ist. Habe hier schon die Flügel in Weiß, bisschen Braun. Bin jetzt dabei, das Grün zu machen, wollte euch aber zwischendurch schnell mal zeigen, wie das jetzt so aussieht. Jetzt mache ich schöner wird. Jetzt mache ich es fertig und dann zeigen wir es, wenn der Kranz fertig ist wieder. Ich bin jetzt gerade mit meinem Kranz fertig und dann hat man ja immer diese offenen Tüten, wenn man keinen Platz mehr hat in seinen kleinen Kistchen, wo man jetzt schon angefangen hat, Steinchen drin zu sammeln. Dann hat man jetzt die Tüten hier wieder rumliegen, weil das ja immer wieder andere Farben sind, als die, die man schon in seiner Box drin hat. Und da gibt es so ein Smart Sealer nennt sich der Teil. Das ist ein kleines Schweißgerät für die Hand. Und damit kann man dann die Tüten einfach wieder zuschweißen. Dann flattern dir die Steinchen wenigstens nicht mehr durch die Gegend. Dann hast du die Tüten wieder zu und kannst du weiterhin aufheben erstmal. Das ist eine schöne Erfindung. Das ist eine coole Erfindung. Damit kann man alles zuschweißen, was man so irgendwo hat. Auch eine Chipstüte oder sonst was. Gibt es meistens im Doppelpack. Ich habe natürlich wieder einen davon weggegeben. Und einen behalten für meine Bastelsachen hier. Und dann kann man das immer schön zuschweißen. Dicht und flattert nicht mehr rum. So, und jetzt schaut euch doch mal diesen tollen Kranz an mit Sonnenblumen. Und vor allem so einer dicken, fetten, kleinen Biene. Sieht aber aus wie eine Hummel. Sieht doch aus wie eine Hummel, ja. Aber es soll ja eigentlich bestimmt eine Biene sein. Aber ich weiß nicht. Eigentlich ist das ein Bienchen. Eigentlich ist es eine Hummel. Das ist eine dicke Hummel. Wollen wir losen? Aber ich finde es richtig cool. Sieht richtig schön aus. Glitzert natürlich. Ist das Schönste an der ganzen Sache. Ging relativ schnell zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht. Vielleicht hätte ich 6 Stunden oder so gebraucht. Insgesamt über ein paar Tage. Und sieht schön aus. Und man hat jetzt wieder einen ganzen Haufen Steinchen über von den ganzen Projekten, die ich jetzt hier gemacht habe. Von dem Teddy sind auch noch so viele über hier. Können wir nochmal einen Teddy mitmachen. Also habe ich noch wieder für nächste Projekte noch wieder Steinchen. Brauche ich also wieder neue Stempel. Aber man kann die alten Stempel ja immer wieder nehmen. Und also probiert es aus. Schaut mal rein, da ich verlinke euch den Shop, wenn ihr möchtet. Und dann könnt ihr da auch mal stöbern. Ist halt mal was anderes als immer nur ein Bild. Ein einfaches. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und dass wir immer ganz, ganz einfach. Schönes Teil. Und glitzerig. Glitzerig, glitzerig. Ist wichtig, ne? Ja. So, ich mache jetzt aus, ja. Mach aus.